Das Waldhaus Freiburg ist eine Umweltbildungseinrichtung in Freiburg im Breisgau. Das Waldhaus arbeitet als Bildungseinrichtung mit dem Ziel, Menschen das Ökosystem Wald näher zu bringen und ein Bewusstsein für die nachhaltige Nutzung von Wäldern zu schaffen. Direkt angrenzenden Stadtwald befindet sich hinter dem Waldhaus verschiedene Themenpfade. Der Skulpturenpfad Waldmenschen besteht aus 18 Figuren bzw. Figurengruppen und wurde von Thomas Rees geschaffen. Der Wurzelkopf. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie rauschen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger sie schießen. Es bleibt dabei, die Gedanken sind frei. Die Baumwelt aus dem Holz einer Eiche, deren Wachstum vor 230 Jahren begann. Eine Skulptur aus einem alten Baum zum Begehen, Sehen, Fühlen, Erleben. Ein Baum als ein Lebewesen mit vielen Gesichtern, Geister, Riesen, Gnome, Zwerge, Hexen, Zauberer, grimmig lachen, ernst geheimnisvoll, über 2 Jahrhunderte im Holz gewachsen und teilweise sichtbar gemacht. Im Inneren des Baumes ein Spiegel, ein Blick hinein und man gehört dazu. Ein Gesicht mehr in der Welt des Baumes, wenn auch nur für einen kurzen Moment. In der Mitte schwebend das Symbol für unsere Erde, geschützt, behütet und getragen von den Fragmenten eines alten Baumes. Eine besondere Beziehung, die Welt abhängig von ihrem Umfeld. Vergehen die letzten Teile des zerbrochenen Baumes, verliert auch die hölzerne Kugelwelt ihren Halt. Gehen Sie mit mir auf eine einmalige Entdeckungsreise in den Skulpturenpark Waldmensch. Der Baumtanz als Ausdruck der Freude, Gemeinschaft, Verbindung, Bewegung. Tanz vom italienischen Danza, ursprünglicher altdeutscher Begriff Laikan oder Laikin, nennt man auf Musik ausgeführte Körperbewegungen. Tanzen ist ein Ritual, ein Brauchtum, eine darstellende Kunstgattung, eine Berufstätigkeit, eine Sportart, eine Therapieform oder schlicht ein Gefühlsausdruck. Der vierte Reiter als Symbol für die Urängste der Menschheit. Und ich sah und siehe ein fahles Pferd und der darauf saß, dessen Name war der Tod und die Hölle folgte ihm nach. Und ihnen wurde die Macht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten, damit Schwert und Hunger und Pest und durch die wilden Tiere auf Erden. Die Bibel erwähnt die 4 apokalyptischen Reiter im 6. Kapitel der Offenbarung des Johannes als Boten der nahenden Apokalypse. Im 14. Jahrhundert raffte der schwarze Tod fast die Hälfte der Menschen Europas hinweg. 25 Millionen Menschen starben an der wohl bekanntesten Seuche, der Beulenpest. Über Handelswege aus Asien eingeschleppt, wurde sie von den damals überall präsenten Ratten verbreitet. Die Prophezeiungen der Bibel schienen wahr geworden zu sein und das Ende der Welt bevorzustehen. Die Menschen waren ohnmächtig, verzweifelt, ohne Hoffnung und sahen darin eine Strafe Gottes. Das Drachennest. Die Figurengruppe wurde 2005 geschaffen
und besteht aus einem 7 Meter langen Drachen und dem dazugehörigen Nest mit einem Ei. Der Drache ist aus einer ca. 200 Jahren alten Eiche gefertigt worden, die an der Straßenbahnhaltestelle Wonhalde von alleine umgefallen war. Das Einhorn, lateinisch unicornisch, altgriechisch monokeros, ist ein Fabelwesen von Pferde- oder Ziegengestalt, mit einem geraden Horn auf der Stirnmitte. Es wurde im Mittelalter besonders durch den Physiologus bekannt, gilt als das edelste aller Fabeltiere und steht als Symbol für das Gute. Der schlafende Riese. Ein Riese ist ein besonders großes, mächtiges Wesen vieler Mythologien, Sagen und Märchen. Davon abgeleitet ist Riese auch eine umgangssprachliche Bezeichnung für einen hochwüchsigen Menschen. Die Gesichter. Beim Menschen ist es frei vom Kopfhaar und tritt infolge der größeren Ausbildung des Gehirns weit hervor. So bildet beim Menschen die Stirn, obwohl sie anatomisch nicht zum Gesicht, sondern zum Schädelteil des Kopfes gehört, einen Hauptteil des Gesichtes. Durch die Verschiedenheit der Verhältnisse der einzelnen Gesichtspartien zueinander wird die Gesichtsbildung bedingt. Die je nach der Gemütsstimmung wechselnde Mimik beruht im Wesentlichen auf der Tätigkeit einiger Kopfmuskeln, die als mimische Muskulatur zusammengefasst werden. Die Mimik wird besonders durch Augen und Mund als den beweglichsten Teil des Gesichtes hervorgebracht. Der Zauberer. Als Zauberer oder Magier werden Menschen bezeichnet, deren Fähigkeiten aus der Perspektive des Beobachters nicht in Einklang mit dessen bisheriger Interpretation der Umwelt stehen und sich von ihm auch nicht religiös deuten lassen. Der Begriff Zaubern stammt von dem mittelhochdeutschen Zauber, dem althochdeutschen Zauber und wohl dem mittelniederländischen Tover für Zauberei ab. Der Gabler. Die Skulptur der Gabler steht für die Gabelung, hier sinnbildlich für die Weggabelung und ihre unterschiedlichen Richtungen und Verzweigungen. Entlang des Weges durch den Skulpturenpark kann man immer wieder abgestorbenes Totholz finden, die durch neue Lebensformen wie Moose und Flechten bewachsen sind und somit einen wichtigen Teil des Walderhaltungszyklus spielen. Das Schneewittchen. Die Skulptur stellt in beeindruckender Weise das Leben Schneewittchens dar. Nach Schneewittchens Geburt stirbt ihre Mutter. Ein Jahr später heiratet ihr Vater, der König, erneut. Schneewittchens Stiefmutter ist sehr schön und stolz, aber auch hochmütig und böse. Sie kann es nicht ertragen, von Schneewittchen an Schönheit übertroffen zu werden. Als ihr sprechender und allwissender Spiegel Schneewittchen und nicht sie, die Schönste im ganzen Land nennt, beauftragt sie den Jäger, ihre Stieftochter umzubringen und ihr zum Beweis Lunge und Leber zu bringen.
Doch der gute Jäger hat Erbarmen und lässt das Mädchen laufen und bringt der Königin Lunge und Leber eines Wildschweines als Beweis für den Tod Schneewittchens. Schneewittchen flieht aber durch den Wald. Die wilden Tiere tun ihr nichts. Sie kommt zu einem Häuslein, wo ein Tisch für 7 Personen gedeckt ist, von dem sich Schneewittchen bedient. Die Herren des Häusleins, die 7 Zwerge über den 7 Bergen, nehmen Schneewittchen bei sich auf. Themen- und Erlebnispfade gibt es viele im Naturpark Südschwarzwald. Das Thema Pilze war bislang aber nicht vertreten. Auf Initiative des Forstamts Freiburg wurde diese Lücke nun geschlossen. Der Pilzlehrpfad Mykelum im Stadtwald oberhalb vom Waldhaus bietet kleinen und großen Waldbesuchern Einblicke in die geheimnisvolle Welt der Pilze. Gestaltet wurden die Skulpturen von Thomas Rees und eröffnet wurde der Erlebnispfad am 27. November 2014. Ringförmig angeordnete Pilzbestände können nur eines bedeuten: ein Ort mit übernatürlichen magischen Kräften. Sie begrenzen eine kreisrunde Fläche, deren Betreten verboten ist. Diejenigen, die es trotzdem wagen, begeben sich in unberechenbare Gefahren, denn es ist der Versammlungsplatz von Hexen und Feen. So werden diese geometrischen Plätze im Volksmund ehrfurchtsvoll Hexenringe genannt. In deren Dunstkreis bestehen beste Voraussetzungen für das Gedeihen besonderer Pflanzen, denen wiederum heilende und mystische Kräfte zugeschrieben werden. Die Zahl der Pilzarten im Wald ist immens und übertrifft die der Bäume und Sträucher deutlich. Aufgrund der vielfachen Funktion der Pilze im Nahrungshaushalt sind sie im Wald unentbehrlich. Viele Pilze leben eng mit bestimmten Baumarten in Symbiose, andere sind Zersetzer oder Parasiten, wieder andere bieten Lebensraum und Lebensgrundlage. Die Pilzexkursion gibt Einblicke in die Artenfülle und Formenvielfalt der heimischen Pilze und verdeutlicht ihre Rolle im Ökosystem. Entlang des Erlebnispfades durch den Freiburger Stadtwald entdecken wir im natürlichen Waldzyklus viele unterschiedliche Arten von Totholz. Totholz wird in der Ökologie und insbesondere im Biotop- und Artenschutz als Sammelbegriff für abgestorbene Bäume oder deren Teile verwendet. Grob unterteilt wird dabei zwischen stehendem Totholz, also noch nicht umgefallenen abgestorbenen Bäumen oder deren Teile, und liegendem Totholz, das bereits auf dem Erdboden liegt. Stehendes Totholz ist seltener und bietet aber meist eine größere Vielfalt an Standortfaktoren und ist daher ökologisch wertvoller als liegendes. Genießen wir zum Abschluss unserer Waldrunde im Stadtwald Freiburg diesen einmaligen Erlebnispfad. Thomas Rees, geboren am 20. September 1959, ist ein deutscher Bildhauer aus Kappel, einem Ortsteil von Freiburg im Breisgau. Die meisten seiner Skulpturen stehen in der freien Natur. Nachdem er mit verschiedenen Materialien experimentiert hatte, ist Holz zu seinem Ausdruckswerkstoff geworden. Besonders wichtig sind ihm seine Arbeiten aus Bäumen, da die Bäume alle eine Geschichte haben. Die Arbeiten entstehen meist unter freiem Himmel und ergeben sich aus dem Augenblick und der Stimmung. Seine Arbeiten leben von der Spontanität und nicht aus der Planung. So gibt es auch nur wenige Entwürfe und Skizzen. Er überlässt anschließend seine Werke der Natur, so dass sie sich im Wandel der Jahreszeiten ändern. Dieser gewollte Prozess ist programmatisch für ihn,